Aber aktuell habe ich einfach keine Energie und ich habe mich jetzt auch verloren. Obwohl, nein, einfach runter hier. Hier muss der General Store sein und dann... Können wir theoretisch denen doch auch Sachen verkaufen. I need a seaweed. Oh ja, das ist zeitlich begrenzt. Seaweed ist Seegras, ne? Seeds for sale. Oh, wer ist das Blondchen denn? Haley. Meine Schwester ist so doof. Warte, ich schenke dir eine Muschel. Danke, ich liebe Geschenke. Ich kann alles beim Hof verkaufen in die Kiste. Sogar diese kaputten Gläser. Da haben wir's. Und wer wollte das? Caroline, ne? Ach, im General Store direkt. Ich will den Fisch nicht verkaufen. Der Fisch tut gut. Der Fisch tut gut. Seit 20 Jahren ist er hier schon Bürgermeister. Das kommt jetzt aber nicht so gut zusammen mit denen. Bist du Caroline? Ah nee, Abigail. Komm, da oben ist sie doch. Character proof. Is that the seaweed I requested? It looks perfect. Hier ist das Geld, was ich dir versprochen habe. Warum auch immer die Algen braucht. Wahrscheinlich belegt sie sich abends wie ein Freund damit. Und dann kann er Algen von ihr runteressen. Wer lebt denn hier drin? Penny! Hello! Das Wetter ist interessant heute, oder was denkst du? Sorry, keine Zeit. Dir schenke ich auch sowas. Oh, sorry, ich hasse das. Kein Problem. Aber wenn ich dann gut mit Leuten befreundet bin, kann ich in ihr Zimmer gehen. Beziehungsweise ihren Schlafraum. Kann ich da auch in deren Betten schlafen? Ah, ein Buch fehlt. Ist das Artefakt-Center hier. Aber wenn ich irgendwelche Artefakte finde oder Mineralien, sollte ich ihm das wissen lassen. Gunther. Hat der Bürgermeister Geburtstag?
Moment, wer Bürgermeister Geburtstag hat, da müssen wir mal eben schnell zu ihm hin. Der stand ja direkt in der City rum. Da. Oh, ein Geburtstagsgeschenk. Dank dir. Aber so richtig, was dabei rausgekommen ist jetzt auch nicht. Na gut, ich verkaufe den Fisch. So, das verscherbeln wir. Dauert Holz fertig. Obwohl ich muss eigentlich einen Bereich fertig machen für Tiere. Das gehört ja mit zu meinen Daily Quest Aufgaben. Beziehungsweise, dass das Spiel so ein bisschen weitergeführt wird. Muss ich mal so hinterherlaufen. Ich hoffe, das geht auch so. Ach, so teuer sind Tiere. 5.000 bis 10.000. Dafür war das Gebiet aber hier einfacher zu machen. Macht ja nichts. Es ist ja nicht zu spät. Ich habe halt einfach nur einen kleinen Bereich bebaut. Mein Gott, alle im Stream wissen schon, wie das Spiel geht, nur ich nicht. Na gut, bauen wir die Brücke. Und auf dem Weg können wir auch ein paar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Samen kaufen. Ach so, die Leute haben schon mal Harvest Moon gespielt, deshalb wissen die, wie was abgeht. Aber warum habe ich dann Raising Animals? Als nächstes drin.
Und ich muss eine Vogelscheuche craften, sehe ich gerade. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich habe in den Kommentaren schon gesehen, dass Leute sagen, der Tag müsste länger sein. Community Center, ich glaube der, das war der General Store. Wo war denn der Carpenter? Da ist der Schmied, der Fischshop. Okay, nach rechts und dann ganz nach oben. Ah ne, ich will die Brücke erst bauen. Sonst heißt nachher, der Proof geht in die Stadt, um die Brücke zu bauen. Aber dann geht er wirklich, weil er sich wieder ablenken lässt. Oh, ein Schmetterling. Und dann rennt er dann wieder irgendwo anders hin und macht dann da was. Mal eben baue ich die Brücke. 300 Holz, um ein Brett über den Fluss zu legen. Um eine Koralle zu bekommen. Was brauche ich nicht? Ach komm. Das ist doof. Da gibt es ein Geräusch. Das hört sich an, als wenn es jetzt losgeht. Als wenn was dran ist. Den fange ich. Eine Sardine! Nur noch 100 andere! Da habe ich genug für einen Cocktail. Ich habe ja auch keinen Rucksack. Vielleicht sollte ich anstatt rumrennen, mich lieber darauf konzentrieren, meine Farm in Schuss zu bringen. Komm, komm, komm! Den kriegst du, den kriegst du! Juhu! Anscheinend gibt's hier Sardinen. Hinten gab's Heringe. Komm, der kann nix. Okay, jetzt habe ich nochmal einen Hering. Neuer Rekord. Ich kann nicht mal in den Pfützen fischen. Alles unrealistisch. Aha. Ich glaube, hier ist gerade jemand ins Haus gegangen, oder? Moment, ich spreche mal eben die Oma an. Evelyn. Was für ein schöner Tag. Hauptsache, man kennt sich. Da ist doch der Typ von vom Markt.
Ah ne, da ist der lokale Doktor. Ich bin überhaupt nicht immer pleite im wahren Leben. Nur ein bisschen. Das hat mit meinem exquisiten Lebensstil zu tun. Jeden Tag essen kann sich nicht jeder leisten. Was erschreckenderweise sogar wahr ist. Aber zum Glück bin ich ein digitaler Farmer und ich werde diesen Zustand auf Erden ändern. Ich habe noch genug Energie, um mal eben noch 2, 3 Bäume zu hacken. Ja, mein Reichtum stinkt euch an. Durch die Leitung. Ja, jetzt wo Yeti auch weg ist, hat der Chat gerade gesagt, erhole ich mich auch langsam. Vor allem finanziell erhole ich mich. So, Level up im Fischen. Ich glaube, wenn ich in den Laden gehe, kriege ich mehr Geld dafür. Der alte Typ ist ein Schlitzohr. So, ich baue mal eben die Vogelscheuche. Gießen muss ich ja nicht, es regnet. Dafür brauche ich aber auch noch 50 Holz. Kohle habe ich ja zwischendurch mal gefunden. Glaube ich jedenfalls. Ein Kohlestück habe ich irgendwo her. Ich habe direkt die 50 Holz einfach. Ich habe zwar noch ein bisschen in der Kiste, aber der Wald muss ja eh weichen. Von meiner nächsten großen Agrarkultur. Ja, ich pflanze auch irgendwann mal neue Bäume an. Da haben sich die Umweltschützer damals auch gedacht. Ja, die Bäume, die wir jetzt abreißen oder abholzen, morgen machen wir neue. Ah ne, jetzt regnet es draußen. Da warten wir nochmal 50, 60 Jahre. Und dann ist irgendwann, ah Gott, dann haben wir den Wald abgeholzt. Dann können wir jetzt hier unsere Herden drüber scheuchen. Obwohl ich nicht sicher bin, wo ich das Kohlestück überhaupt her habe. Es war durch magische... durch Zauberei war es irgendwann mal da. So, das Zeug brauchen wir auch noch. Das soll ja... ich habe noch keine Krähen gesehen. So, 100G. Das nächste ist wirklich, den Crop aufzubauen.
Ich gehe einfach mal zu dem Typen, der mir die Sachen verkaufen würde. Vor allem super, hat an den meisten Tagen von 9 bis 5 Uhr von 9 bis 5 Uhr offen. Warum gibt es eigentlich kein Schnellreisesystem wie bei Skyrim? Ich gucke jetzt erstmal, was es kostet, hier einen Barn zu bauen oder diesen Crop, um Tiere zu züchten. Ah, jetzt bin ich gerade vom Rathaus. Ähnlicher Weg. Ist hier jemand? Ich habe eine Axt. Hä? Der Baum, da steht, der Baum der Natur wird seinen Samen pflanzen in deinen Magen. Und möge er dort gedeihen und in ein neutrales Wesen, was Jesus ähnlich ist, aufwachsen. Sorry, mein mystische Sprachen ist nicht mehr so gut wie damals. Ein alter Ofen. Ja, sonst ist hier nichts. Nur diese Platte. Wahrscheinlich muss ich irgendwas da drauflegen. Mir fehlt eigentlich, dass er rennt und dann das Flugzeug macht nach der Zeit. Ich glaube, hier ist es. Ja. Hi there. .300 Holz, 100 Stein. .000 Gold, um mein Haus abzugraden. Ah, guck mal, hier kann man auch dann direkt Holz und Stein kaufen. Und warum kann ich da nicht direkt bei dir die Sachen einkaufen und dann daraus das Gebäude bauen? Und wer bist du? Demetrios. Bleib drin, wenn es warm bleiben soll. Du bist schlau. Und er will auch nicht weiter mit mir reden. Ah, da ist die Emo-Tante. Oder der Emo-Typ. Sebastian. Ach, Menno.